Nachdem wir uns nun im letzten Video mit den absoluten Grundlagen von HTML beschäftigt haben, wir wissen, wie ein Tag aussieht und wie man den Text ein bisschen formatiert und vielleicht sogar ein paar Listen anlegt, wollen wir uns nun in diesem Video mit dem Formelement, dem HTML-Formular, beschäftigen. HTML-Formulare sind die Grundlage zur Kommunikation mit dem Server. Wie das Ganze aussieht, wollen wir uns jetzt anschauen. Wir starten in JSBin und fangen damit an, ein Form-Element zu erzeugen. Ein solches Form-Element beginnt wieder auf ein Form-Tag und endet wieder auf ein Form-Tag, wie alle Tags. Innerhalb dieses Form-Tags ist ein Input-Tag. Input-Tags werden grundsätzlich erstmal als Textfelder interpretiert. Aber es gibt auch noch andere Typen. Wenn man den Typ-Attribut auf Submit setzt, hat man einen Button, der das Form absendet. Dieses Form führt jetzt auf dieselbe Seite wieder zurück. Also, es macht nicht wirklich etwas Sinnvolles. Um jetzt etwas Sinnvolles zu machen, benötigt das Form-Tag Attribute. Das eine ist die Methode. In diesem Fall wählen wir Post. Andere Methoden werden wir später noch kennenlernen. Und als Action wählen wir in diesem Fall eine E-Mail-Adresse. Wenn ich nun den Submit-Button betätige, öffnet sich automatisch mein Standard-E-Mail-Programm. Und die Adresse ist bereits vorausgefüllt. Allerdings möchte ich jetzt keine E-Mail senden, da diese natürlich auch noch keine Informationen enthält. Hierfür gebe ich nun dem Input-Tag einen Namen. Der Name ist in diesem Fall Text. Wenn ich nun den Submit-Button betätige, sehe ich, dass der Name Text in der E-Mail auftaucht, dieser allerdings noch keinen Wert hat. Um einen Wert einzutragen, gebe ich einfach etwas in das Textfeld ein und schicke das Formular erneut ab. Hier sehe ich nun, dass dem Feld Text ein Wert zugewiesen ist. Dieser ist allerdings noch ein bisschen kryptisch. Nun ist es natürlich nicht unser Ziel, mit Formularen halbautomatisch E-Mails zu versenden, sondern mit diesen Formularen möchten wir mit einem Server kommunizieren. Hierfür gehe ich wieder auf die Plattform Coding, melde mich mit meinem GitHub-Account an. Dies dauert einen kleinen Augenblick. Und wenn die Coding-Plattform gestartet ist, wähle ich den Editor aus, wähle den Web-Ordner und erzeuge hier drin eine neue Datei. Diesen Fehler können wir getrost ignorieren, die Datei wurde trotzdem erzeugt. Und diese Datei wird nun umbenannt in index.php. In diese Datei fügen wir nun ein bisschen PHP ein. Diese Zeile sagt aus, dass alle Informationen, die bei dieser Anfrage mitgesendet wurden, einfach wieder ins Dokument geschrieben werden sollen. Grundsätzlich ist es in PHP niemals eine gute Idee, Daten, die mitgesendet werden, unverarbeitet wieder im Dokument anzuzeigen. Aber in diesem Fall soll es der Veranschaulichung dienen. Nun wird die Datei gespeichert und wir schauen uns das Ergebnis mal an. In diesem Fall sehen wir nichts, da wir keine Informationen mitsenden. Nun öffne ich eine neue JSBin-Seite und erzeuge ein neues Formular. Zu Beginn wieder mit den Form-Tags und den beiden Input-Elementen, die wir bereits aus dem vorherigen Aufbau kennen. Natürlich braucht auch dieses Form-Tag wieder Attribute. Zum einen die Methode, wo wir wieder Post eintragen. Und zum anderen die Action. Die Action-URL sollte an dieser Stelle auf unser Skript verweisen. Also tragen wir hier den Pfad zu unserem Skript ein. Wenn wir nun einen Text eintragen und auf den Submit-Button klicken, sehen wir nun, dass unsere PHP-Datei, die wir gerade erzeugt haben, ausgeführt wird. Hier sehen wir die übergebenen Werte. Nun hakt unsere Oberfläche ein bisschen, das heißt, wenn wir Änderungen am Quelltext durchführen, werden diese nicht mehr übernommen. Das liegt daran, dass wir die Seite verlassen haben. Wenn wir wieder zurückgehen und eine Änderung durchführen, wird unsere Seite wieder angezeigt. Um dies zu veranschaulichen, wechseln wir mit dem kleinen Pfeil in den Vollbildmodus. Hier füllen wir das Formular wieder aus und senden es ab. Nun sehen wir, dass wir zu der Adresse, also der Action-URL, weitergeleitet wurden. Das heißt, wir haben die ursprüngliche Seite verlassen. Hier sieht man nochmal,
dass unsere URL auch mit der Action-URL übereinstimmt. Nun möchte ich noch ein paar weitere Typen für Input-Elemente zeigen. Zum einen das Passwortfeld, Radio-Buttons und Checkboxen. Diese Elemente verhalten sich eigentlich so, wie man es gewohnt ist. Bei Radio-Buttons kann immer nur einer aktiv sein und Checkboxen kann man an- und abhaken. Allerdings ist bei Checkboxen die Besonderheit, dass in diesem Fall der letzte Wert die vorherigen Werte überschreibt. Um dieses zu verhindern, gibt es einen kleinen Trick. Indem man eckige Klammern hinter den Namen setzt, wird der Wert von PHP als Array interpretiert. Auf diese Weise können auch Mehrfachauswahlen mit PHP sehr einfach verarbeitet werden. Hier sehen wir nochmal unsere beiden ausgewählten Checkboxen. Neben Checkboxen gibt es auch noch Select-Elemente. Select-Elemente enthalten Options. Von diesen Optionen können ebenfalls mehrere ausgewählt werden. Auch hier gilt, dass der Name auf eine öffnende und auf eine schließende eckige Klammer enden muss, damit in PHP diese Daten einfach per Array zugänglich sind. So, nun, nachdem wir uns angeschaut haben, wie wir HTML-Formulare benutzen, um Daten an den Server zu senden, wollen wir im nächsten Video darauf eingehen, wie wir unsere HTML-Elemente auf der Seite positionieren können, Farben ändern und das Ganze ein bisschen ansprechender gestalten. Hierfür werden wir CSS verwenden. Also, schaut nächstes Mal wieder rein.